Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink Power Director. In der letzten Videofolge habe ich mich ja schon mit dem Umstieg auf die Version 17 intensiv beschäftigt und der Gedanke ist weiter gereift. Ja, ich möchte umsteigen. Es ist für mich an der Zeit, einfach aktuell alles anzupassen. Jetzt geht es nur noch um den Preis und welche Inhalte ich genau haben möchte. Bisher hatte ich immer eine Ultimate-Version und habe damit eigentlich alles machen können, was ich so wollte, insbesondere beim Videoschnitt. Beim Ultimate war immer der Rave Director dabei. Das ist eine ganz, ganz abgespeckte Version, um ein bisschen die Tonaufnahmen auf der Videospur anzupassen, zu verbessern, aber doch sehr einfach gehalten. Und für mich war es jetzt wichtig, den Audio Director mal auf Herz und Nieren zu überprüfen, um hier das Potenzial kennenzulernen. Der Audio Director ist sicherlich ein tolles Programm. Ich kann es gar nicht erstmal richtig beurteilen, aber kostet auch, wenn man ihn separat kauft, eine ganze Menge Geld. Und das bin ich irgendwie noch nicht bereit dafür, über 100 Euro für ein einzelnes Programm auszugeben. Deswegen hat sich hier die Suite 365 für mich angeboten, die mal näher zu beurteilen. Die Inhalte sind eigentlich soweit alles okay. Es ist alles dabei, was das grafische Video-Audio-Herz begehrt. Das ist ein super Komplettpaket. Jetzt ist nur noch der Preis für mich wichtig. Und deswegen habe ich an einem Black Friday jetzt auch mal, also heute, intensiver reingeschaut und mir die Angebote versucht zu vergleichen, beziehungsweise erstmal zu verstehen. Weil beim letzten Video habe ich sie nicht verstanden, weil da wurden mir unterschiedliche Preismodelle angeboten. Und jetzt habe ich das näher gemacht. Ich habe es hoffentlich auch verstanden. Und habe für mich jetzt herausgefunden, was ich eigentlich möchte. Bevor es aber losgeht, möchte ich hier nochmal ganz kurz aufzeigen, welche Inhalte sind für mich interessant und auf die werde ich auch etwas Wert legen, wie zum Beispiel hier, was ist an Hintergrundmusik und Soundeffekten wirklich dabei? Ist das sinnvoll oder ganz ehrlich gesagt, ist es irgendwie ein bisschen Klimbim? Und natürlich die 4K-Videobearbeitung rückt für mich immer mehr in den Vordergrund, beziehungsweise nicht unbedingt Ultra-HD, sondern auch 2K oder 2.7K-Aufnahmen, die man mit der GoPro sehr gut machen kann. Wie wird das hier verarbeitet? Letztendlich werde ich in Zukunft mehr Videos wieder produzieren und hier die Version 17 auf Herz und Nieren prüfen. Sind die Versprechungen wirklich eingehalten worden, was alles hier verbessert wurde. Ich werde mal den Cloud-Speicher auch benutzen, habe ich bisher nicht gemacht. 50 GB ist ja eine ganze Menge, aber ganz ehrlich, ich muss es ja auch erstmal hochladen, damit ich es dann von überall auf der Welt wieder herunterladen kann, um in meine Projekte zu integrieren. Und ist die Zeit des Hochladens und des Downloads nicht deutlich länger, als einfach eine mobile Festplatte mitzunehmen, die heutzutage ein Terabyte vielleicht 60, 70 Euro kostet. Also auch hier wird hier mit einem Cloud-Speicher irgendwas gelockt, was in der Realität praxisfremd ist. Ich will gar nicht so negativ klingen. So, hier sieht man nochmal, auf was ich Wert lege, den Audio Director. Ich bin aber auch mal gespannt auf den Photo Director. Ich arbeite in der Zwischenzeit bei Fotos immer mit Affinity Photo. Ich finde das Programm sehr gut, ist eine gute Alternative zu Adobe. Aber schauen wir mal, was der Fotodirektor alles so bietet und ob das wirklich ein guter Workflow ist. Hier sieht man nochmal die ganzen Funktionen von der Director Suite 365. Und ich muss sagen, ich bin echt gespannt und neugierig. Und jetzt geht es gleich zum Thema Kaufen. Bevor ich allerdings auf der CyberLink-Seite tätig werde, habe ich mir einfach mal bei Amazon angeschaut, was wird denn dort heute am Black Friday angeboten. Und hier sieht man, es ist die Vorgängerversion, die hier nur angeboten wird. Das heißt, alles in der Version 16 bzw. Director Suite Version 6. Das ist natürlich nicht zielführend und wenn ich mir den Preis von 175 Euro anschaue, sehr abschreckend, das ist nicht, was ich wollte. Schade, dass Amazon nicht günstiger ist oder dass sie überhaupt das Produkt anbieten. Wahrscheinlich hat sich das CyberLink exklusiv vorgehalten. Hier sieht man mal, wenn ich es jetzt einfach für 12 Monate kaufe, zahle ich 77,99 Euro. Das finde ich, sage ich mal, erstmal soweit okay für so eine Komplettversion. Aber ich habe hier die Version 15 und spiele natürlich mit dem Gedanken, hier ein sinnvolles Update zu machen. Und schau einfach mal,
klicke weiter, weil irgendwie ist es nicht hundertprozentig transparent. Hier sieht man aber schon 40% Rabatt, das klingt natürlich total spannend und auf einmal sind es 41,99 Euro. Ja, wenn ich jetzt auf Upgrade gehe, wird das jetzt immer besser. Wir gehen mal auf Kaufen. So, jetzt habe ich nochmal hier die Auswahl. Ich bin in der Upgrade-Version. Es ist 15 und 16 kann abgegradet werden. Da steht es nochmal. Okay, für mich war ja die 365-Suite wichtig. 41,99 Euro. Ja, da schlage ich zu. Für den Preis erwerbe ich gerne eine Lizenz. Achtung, ich erwerbe eine Lizenz für 12 Monate. Danach kann ich das Programm kaufen oder ich erwerbe wieder eine Lizenz für 12 Monate. Welcher Preis dann fällig wird, ob es dann wieder ein Black Friday zufällig gibt oder super Angebote, um mich als Kunde weiterhin zu behalten, das kann ich nicht sagen. Ich zahle jetzt für 12 Monate 42 Euro. Danach verfällt die Lizenz und ich kann das Programm nur dann weiter nutzen, wenn ich es tatsächlich kaufe oder ich mein Abo verlängere. Hier ist das auch nochmal schön beschrieben und das ist sozusagen der kleine Hakenfuß. Aber ganz ehrlich, für 42 Euro 12 Monate Nutzungszeit, ich glaube, da kann man nicht meckern. In der Zeit habe ich die Möglichkeit, das Programm auf Herz und Nieren zu prüfen und zur Not, wenn es mir nicht gefällt, habe ich nur 42 Euro ausgegeben. Damit kann ich gut leben. Ein Gutscheincode habe ich leider nicht, von daher geht es jetzt weiter zur Kasse. Der Bezahlvorgang ist abgeschlossen, ich habe eine E-Mail bekommen, hat alles wunderbar geklappt. Jetzt habe ich hier die Bestätigung und ich sehe ganz prominent den Download-Button. Werde das jetzt tun und lade mir von CyberLink einen Installationsmanager runter, der auch gleichzeitig meine Benutzerverwaltung übernehmen wird. Das geht auch relativ schnell, ist natürlich nur eine kleine Datei, kann die Exe-Datei jetzt starten. Und dann wird mein kompletter Download und die Installation verwaltet. Hier folgt nochmal eine kleine Erklärung, was das alles ist. Ja, ich sage mal so, man hat ja nicht viel mehr Möglichkeiten, als alles anzuklicken und zu akzeptieren. Von daher habe ich das natürlich gemacht. Klar, ich muss mich hier anmelden, ein übliches Prozedere. Der Download hat gestartet, wir sind gleich fertig. Jetzt geht es auf die Installation und hier habe ich einen deutlichen Kritikpunkt. Ich möchte gerne gefragt werden, wohin ein Programm was installiert. Ich gehe davon aus, dass es jetzt auf meine Festplatte C installiert worden, was ich auch nicht schlimm finde, aber ich habe extra Partitionen angelegt, um die Installation selbst zu steuern. Das ist natürlich wieder mal typisch, ja, Programme entscheiden über einen, aber ich glaube, in der heutigen Zeit haben wir keine andere Wahl mehr. Es gibt immer nur friss oder stirb. Naja, ist halt so, ist kein Drama, aber da sollte sich CyberLink wirklich nochmal überlegen, ob man hier nicht wieder den Benutzer in den Mittelpunkt stellt. Oder ist das jetzt zu naiv gedacht? Naja, sei es drum. Die Installation ist abgeschlossen, das hat auch alles ohne Probleme funktioniert. Naja, ist ja klar, es wurde ja auch keine Frage gestellt dazu. Ja, dann wird man hier noch darauf hingewiesen, dass man Zusatzinhalte runterladen kann. Na klar, nehme ich erstmal mit. Das funktioniert dann soweit im Hintergrund. Dauert natürlich alles noch ein bisschen weiter und wir springen mal wieder vor. So, wir sind gleich fertig mit dem Herunterladen und dem Aufrufen wird auch natürlich installiert. Ich schätze mal wieder auf C. Und dann begrüßt uns der klassische Bildschirm, wo ich sagen kann, möchte ich gerne den Editor für alles haben oder für eine Diashow und so weiter und so weiter. Na komm, spring um. So, da ist es. Da kann ich natürlich auch wieder sagen, ich merke diese Auswahl mir, beziehungsweise das Programm merkt das. Dann noch das Seitenverhältnis einstellen und ich gehe natürlich in den Editor für alle Funktionen. Auch hier, ja, ich möchte nicht dran teilnehmen erstmal. Ja, ich werde zwar schon ausspioniert, aber ich möchte es nicht noch offiziell
mit Ja machen. Und dann öffnet sich die neue Version und sie sieht eigentlich aus wie die alte. Und das ist ein Riesenkompliment, weil ich finde mich sofort zurecht. Auch hier, das finde ich gut, dass mir erstmal angeboten wird, was gibt es alles Neues. Und hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht gleich in die Werbefalle reintritt, sondern dass man sich hier bewusst erstmal die kostenlosen Inhalte anschaut und nicht zufälligerweise irgendwelche AI-Pakete gleich versucht zu kaufen. Aus meiner Sicht sind diese AI-Pakete nicht schlecht und nicht gut, sondern sie kosten erstmal Unmengen an Geld. Und wenn ich ein guter Videocutter bin, dann kann ich auf vieles davon verzichten. Hier sieht man schön die ganzen Soundeffekte, die das Programm jetzt alles im Hintergrund mit installiert hat, beziehungsweise runterlädt gerade. Muss man mal reinhören, ob es wirklich gut ist oder ob es Klimbim ist. Ich möchte noch einen Blick auf den Application Manager werfen. Das ist ja ein Segen und ein Fluch, sage ich mal, weil die ganze Benutzerverwaltung ist natürlich super einfach auf den ersten Blick. Und ich kann hier in den Reiter Add-ons gehen und schaue mir jetzt einfach mal an, was hier an näheren Informationen ist. Und hier ist interessant, die Webseite bietet mir das zum Kauf an, jetzt herunterladen. Also sprich, der Application Manager hat es nicht verstanden, dass ich eigentlich das alles schon gekauft habe, sondern bietet es nochmal an. Somit muss man einfach nur ein bisschen aufpassen, was man herunterlädt, nicht, dass es Geld kostet. Ich probiere es trotzdem mal aus. So, und dann habe ich natürlich hier wieder die Lizenzvereinbarung und die Euler. Ja, ich gehe mal da drüber, versuche das ein bisschen quer zu lesen, um hier versteckte Kosten zu ermitteln. Auf den ersten Blick sehe ich nichts, sieht auch nicht so aus, dass ich ein Abo abschließe. Ich gehe auf Herunterladen und kann mir jetzt diese Zusatzpakete kostenlos herunterladen und werde sie mir in Ruhe mal anschauen, ob da wirklich was Sinnvolles dabei ist. Ja, das kann man mit allen soweit machen. Wie gesagt, hier nur die Warnung, bitte passt auf, dass ihr nicht irgendwas Kostenpflichtiges abschließt aus Versehen, sondern lest euch wirklich alles nochmal in Ruhe durch, bevor ihr alles mit OK bestätigt. Dann gehe ich auch nochmal in die Benutzerverwaltung, in meinen Mitgliederbereich. Das geht dann wieder über die Homepage, wird man direkt verlinkt. Muss ich dort gleich anmelden mit seinem Benutzerkonto. Und kann dann in seinem Mitgliederbereich sehen, ja, dann sieht man nochmal letztendlich, was man eigentlich gekauft hat. Alles soweit okay. Was mich allerdings gleich am Anfang bewegt ist, ich möchte nicht automatisch verlängern, sondern werde hier das verändern, weil ich möchte gefragt werden, ob ich nach 12 Monaten immer noch Bock habe auf das Programm, ob es meine Erwartungen erfüllt hat. Ob insbesondere der Audiodirektor genau das tut, was er soll, nämlich coolen Sound produzieren. Und das möchte ich manuell entscheiden. Habe ich soweit eingestellt? Passt soweit alles? Gut. Ich werde in den nächsten Wochen das Programm intensiv testen, werde immer wieder Videos dazu machen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, ihr freut euch darüber. Wenn ihr Kritik, Anregungen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Bin für alles erstmal offen. Sachlich sollte es natürlich sein, das wünsche ich mir. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für das freundliche Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.